Was bist du für eine feige Sau? Ja, ich muss mich heilen. So. Fehler. Dort. Sind noch oben. Bin ich auf der richtigen Seite? Sieger vom blauen Team, ja. Verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Yay. Ihr habt es euch verdient. Und jump. So, nächster Kampf besiegt. Mann, sind wir toll. Unglaublich, ich bin begeistert. Jumps, 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 jumps. Es werden auch einige unfaire Kämpfe auf uns zukommen. Oh ja, ziemlich unfair. Aber okay. Also ich find's gut zum Geld verdienen. So, du. Ich kann kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber ihr seid kein Kampfhund mehr. No Wolf. Ja, stimmt, ihr seid aufgestiegen. Meinen Glückwunsch, Schläger. Geile Ränge, wirklich. Wow. Dein Wisst Kampf? Ihr, was der Rang eines Schlägers hier zählt? Nichts! Wow. Sie ist ein Kleiner. Du bist immer noch ein Wurm. Ihr müsst weiterkämpfen. Bereit. Gut, Schläger. Ihr wisst, wie... Lass mal schauen. Wir haben schon 269 Goldstück. Ist das nicht toll? Ich glaube, nach diesem Kampf werden wir uns mal die Kämpfergilde anschauen. Ein, zwei Quests vielleicht sogar da machen. Und ja, mal schauen. Uns wieder nachmachen. Nach könnten wir vielleicht sogar schon zu Quatsch gehen, aber das sind wir dann, ja. So. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen, ich mag mein Schwert. In der Arena. Hi. In diesem Kampf treffen die Schläger aufeinander. Feuert sie an, die tapferen Wettstreiter auf ihrem Weg zum Ruhm. Kämpfer, beginnt. Wir schlägen uns mit Waffen, ich bitte dich. Komm. Come on! Ja, komm, schlag zu, Mann. Ja! Was zum... Warum hat er einmal auf losgelassen? Dummer Nord. Ja! Hey! Da! Hey! Der kriegt aber gerade schon aus, Maul. Wo? Oh, komm. Komm. Ja! Wollt ihr nicht sterben? Ich hab gerade keine Lust, ist doch logisch. Heute ist... Mittwoch. Mann, halt euch doch nicht ständig. Ich brauch's auch nicht. Wenn ich euch ein scheiß gelbes Team vor die Tonne kloppe. Ja, so sieht's aus, Kollege. Zack. Wenn ihr an den Fuchsstellen noch zeigen wollte, die Fuchsstelle verkaufen keine Pferde mehr, weil... Hey. Dingens. Meine Orken... Oh, geil. Sieger vom blauen Team. Ja, komm, halt's mal. Verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Meine Orkin vom Fuchsstall, die Pferde ist. Und dann redet ihr mit ihr und sagt, ja, nein, das würde ich nie tun. Habt ihr die Pferde echt gegessen? Ein paar Zwiebeln dazu und dann, ach, was hätte ich mich dran gekriegt? Hm? Hallo, die ist Pferde. Orks. Unglaublich. Vier Siege sind in Ordnung, Kind. Aber dadurch werdet ihr noch kein Großmeister. Nicht? Hier, euer Gewand spannt allmählich ein bisschen, Schläger. Was willst du denn? Ich glaube, etwas Bewegung täte euch gut. Was meint ihr? Bereit für eine Partie? Klar, immer. Also gut, Schläger. Der nächste Kampf wird eine echte Herausforderung. Sieht so aus, als wären es zwei Waldelfenschwestern, die immer zusammenkämpfen. Die beiden sind Zwillinge. Ihr müsst sie beide besiegen. Jetzt... Waldelfen sind generell ziemlich... Verdammt scheiße, ja, sie sind nicht so gut. Ich meine, sie können mit Tieren reden. Wow, was eine Fähigkeit. So. Jetzt speichern wir mal wieder, weil der Kampf schon härter wird. Ja, speichern. An dieser Stelle mache ich einen kurzen Schnitt. Bis gleich. Leute, nach einer kurzen Pause geht es natürlich gleich wieder weiter. Bei Elder Scrolls. The Elder Scrolls 4 Oblivion. So. Ja, die Texte in den Ladeszeiten werden natürlich beeinflusst von dem, was ihr gerade macht, wo ihr gerade seid.
Das ist logisch. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Können die Schläger des blauen Teams die Waldelf-Zwillingsschwestern des gelben Teams besiegen? Der Schläger, du Idiot. Finden wir es heraus. Ja, der eine ist Bogenschützin und die andere haut voll auf, haut uns voll auf die Fresse. Könntest du vielleicht... Danke. Die haben Elfenbogen. Ich wunder. Hat die... Ah, die hat auch eins. Cool. Ihr ist besser als meins. Wie soll es auch anders sein? Wenn wir sie ausschalten, haben wir die... Die ist eh gleich tot. Die krieg ich noch... Oh, zack und tot. Komm her, Kleine. Schieß doch. Komm, schieß. Block. Zack. Was zum? Bleib doch halt einfach mal stehen. Boah, der regt mich gerade so auf. Jetzt hab ich erwischt. Geht doch. Wow, toll. Auf den Schlüssel. Wie nervig, Alter. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. So, ich denke, das dürfte jetzt vorerst mal reichen mit der Arena. So. Schwuppdiwupp. Und uns setzt unser Lohn ab. Ha, diese Frauen hatten keine Chance. Gut gemacht, Schläger. Hier. Ja, das werden wir was anders machen. So, jetzt rüsten wir uns wieder um. Nein. Dumm. Ich weiß, unglaublich geil. Und die Eisenstiefel. So. Dann verschwinden wir hier mal. Ja, wir gehen jetzt zur Kämpfergilde. Genauso wie ich das gemeint habe. Ja, die Diebesgilde, die werden wir später auch noch näher kennenlernen. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber irgendwann. So. Ich weiß auch schon, zu welcher Kämpfergilde wir gehen. Wo ist sie denn? Ja, Quatsch, müssten wir jetzt eigentlich hin, aber da gehe ich noch nicht hin. Und dann ist auch Kreen. Ich glaube, ich mache jetzt ein, zwei Quests bei der Kämpfergilde und dann geht's, schau ich mal bei Kremheim vorbei. Anvil Haupttor. Ja. Das ist das Praktische an Anvil am Haupttor. Gleich in der Nähe sind beide Gilden und ein Schmied. Bei dem ich eigentlich mal vorbeischauen könnte. Ja, ich glaube, ich schaue jetzt noch kurz beim Schmied vorbei. Ich glaube, der heißt sogar Friedensstifter. Der verkauft Waffen und Rüstung, also... Geile Alati. Bitte hab offen. Come on. Verdammt. Da, Friedensstifter. Da. Magic Guild und... Die Nordkrieger zusammen mit Ork-Söldnern aus Kirim gekommen sind, um die Redoran von Morrowind anzugreifen. Nein, du Wurm. Skyrim scheint ständig in Grenzkonflikte verwickelt. Skyrim ist cool. Skyrim, das ist, kann man sagen, wie man will, genauso wie es hier Jaden Hall und Jaden Hall heißt. Das kommt drauf an. So, wo ist er denn? Ist er, oder? Nein. Ich falsch. Bin ganz Ohr. Ich nicht. Hören wir uns das einmal an. Du? Wir brauchen neu. Ja, okay. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr. Ja, ich weiß. Schönen Tag. Wo ist denn der Hunk? Was ist? Huch! Nein. Passt schon. Schon okay. Spaß ist hundertprozentig oben und pennt. Wie geht es euch heute? Ganz gut. Habt ihr mit Willi... Warum ist das denn ein? Erhöht auch eure Stufe. Oh, nein! Stan, der Hässliche. Zeit für euch zu gehen. Nicht gehen. Also ich
kurz schauen, wie lange brauchen wir noch für ein Level-Up? Noch ein wenig. Okay, gut. Das wäre doch fast ein Versuch wert. Nein, später. Mit der Diebesgilde bin. In der Kämpfergilde und Diebesgilde und keine Ahnung. Es gab ja mal Leute, die sagen, ja, wenn du in der Kämpfergilde und Magiergilde bist, kannst du auf keinen Fall in die Diebesgilde und Dunklen Bruderschaft, weil wie und schön, blub und bla und keine Ahnung. Hey, Asan. Was kann ich für euch tun? Ja, Kämpfergilde beitreten. Die Kämpfergilde kann immer neue Mitglieder gebrauchen. Wenn ihr keine dunkle Vergangenheit habt und kein Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist, könntet ihr für uns von Nutzen sein. Danke. Möchtet ihr beitreten? Ja, scheiße. Schön, ihr seid nun ein Mitglied der Kämpfergilde. Meldet euch. Okay. Auftrag. Ein Auftrag für euch? Ich glaube, ich habe da etwas. Ratten. Ja, Ratten. Ich bin mir sicher, sie... Okay, kümmert dann euch mal um die Ratten. Oh, die Arme. Sie ist sicher sehr betrübt. Ja, ja. Geht es euch? Mir geht's eigentlich ganz gut und dir? Mach auf! Was ist jetzt schon ihr Haus? Ja. Ich meine, wir können einfach mal so da reingehen. Ich meine, man will es nicht jeden Tag fremd in sein Haus. Ihr nicht? Ach, die armen kleinen Ratten. Komm her. Ah, ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Gut, ich habe ein Problem. Was ist denn für ein Problem? So ist es. Ratten in meinem Keller. Und irgendetwas tötet sie. Es ist schrecklich. Meine armen Babys, ihr müsst etwas unternehmen. Es sind nur Ratten. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Ihre kleinen rosa Näschen, ihre schuppigen süßen Schwänze. Geht bitte in den Keller und findet heraus, was da los ist. Was für verdammte Drogen nimmst du, Alte? Bitte rettet meine kleinen Ratten. Es gibt eine Droge in diesem Spiel, die heißt Skooma. Ich will gar nicht wissen, wie viel Skooma die sich jeden Tag in die Binde knallt, damit die so drauf ist. Wow, toll, Breton, die sind jetzt verdammt wichtig. Gott! What the fuck, ein Löwe? Stirb! Hallo, ich hab gesagt, stirb. Und wenn ich sage, stirb, dann stirbst du. Drecksviech. Oh mein Gott, ich habe einen Berglöwen in Avena Tillas Keller getötet.